Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause an den Empfangsgeräten. Laptop, Handy, Tablet, von wo aus auch immer Sie uns heute zuschauen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Vortrag mit einem sehr spannenden Thema, nämlich Altersteilzeit. Wir werden heute beleuchten, was sind die Voraussetzungen für eine Altersteilzeit? Was hat es mit dem Aufstockungsbetrag auf sich? Wir schauen uns das Thema Rentenversicherungsbeitrag an, die Risiken und Auswirkungen auf die Rentenhöhe und zum Schluss noch die Auswirkungen auf die Steuer- und Handelsbilanz. Ich habe davon noch relativ wenig Ahnung, aber dafür habe ich mir heute wieder eine Expertin eingeladen und ich bin sehr froh, dass sie da ist. Es ist die Diplom-Krankenkassen-Betriebswirtin Melanie Gutmann, Rentenberaterin bei der Dornbach GmbH. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie hier gefolgt sind. Sie werden uns heute Abend durchs Programm führen und haben eine Präsentation mitgebracht zum Thema, werden da alles Mögliche für Sie zu Hause beleuchten rund um dieses Thema. Bevor wir damit loslegen, erstmal noch kurz eine Information. Wir werden zum Ende dieses Vortrags wie gewohnt eine Fragerunde haben. Das heißt, nach etwa einer Stunde ungefähr werden wir dann gegen 19 Uhr in die Fragerunde starten. Sie können während des Vortrags schon über die Schaltfläche F und A mit den beiden Sprechblasen, die Sie in der unteren Leiste sehen, dort können Sie Ihre Frage in den Chat stellen. Und je nachdem, wie viel Zeit wir am Ende noch haben und wie viele Fragen eingehen, werden wir die dann bestmöglich in diesem Vortrag noch beantworten können. Beziehungsweise Sie werden sie beantworten. Ich versuche es. Außerdem würde ich jetzt sagen, einfach um einen kleinen Einblick zu bekommen, wer denn da jetzt zu Hause uns gegenüber sitzt, da wir uns nicht persönlich sehen, haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet. Die Regie wird jetzt gleich die Umfrage einblenden und wir möchten dann von Ihnen Folgendes wissen. Müsste jetzt gleich kommen. Jetzt müsste zu Hause bei Ihnen die Umfrage aufgeploppt sein. Wir wollen wissen, warum nehmen Sie heute teil? Sie haben drei Antwortmöglichkeiten. Sie planen, in Altersteilzeit zu gehen. Sie möchten sich als Arbeitgeber über die Altersteilzeit informieren oder eben als Arbeitnehmer über die Altersteilzeit informieren. Sie können jetzt die Umfrage beantworten. Dafür geben wir Ihnen ein bisschen Zeit. Wählen Sie Ihre Antwortmöglichkeit aus und dann schauen wir uns gleich die Ergebnisse an, damit wir auch wissen, mit wem wir es hier heute Abend zu tun haben. Warten wir noch ein paar Sekunden ab, damit Sie in Ruhe Zeit haben, die Antwortmöglichkeit auszuwählen. Betretenes Schweigen über bei diesen Umfragen. Okay. Ist immer anders, als wenn man ein Live-Publikum hat und dann heben die Leute die Hände und sagen, ja, ich bin heute hier, weil. Okay, Regie, wie sieht es aus? Sind Antworten eingegangen? Wie war die Tastenkombination? Also eigentlich müssten Sie hier nur das Feld entsprechend anklicken. Ah, okay. Okay, anscheinend. Traut sich keiner. Ah, okay, die Auswahl funktioniert nicht. Ein technisches Problem, das uns dann hier jetzt gerade im Weg steht. Okay, dann. Okay, gut. Wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen, dass die Umfrage aus ominösen Gründen irgendwie nicht funktioniert. Dann würde ich vorschlagen, Sie haben aber schon offensichtlich die Chatfunktion entdeckt. Dann machen wir es doch einfach so. Dann schreiben Sie doch einmal in einem kurzen Wort rein, warum Sie hier sind. Also sprich Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder eben Sie planen schon, in Altersteilzeit zu gehen. Schreiben Sie das einfach kurz in den Chat rein. Wir behalten das im Auge. Da haben wir schon die ersten Antworten, das ging super fix. Hier haben wir jemanden, der plant, in Altersteilzeit zu gehen. Hier ebenfalls, wir haben auch Arbeitgeber in der Runde, Arbeitnehmer ebenfalls, also bunt gemischt. Ich würde sagen, alle Antworten liegen in etwa gleich auf. Also eigentlich genau das Publikum, was man für so eine Veranstaltung haben möchte. Ja, die perfekt. Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und diejenigen, die sich eigentlich schon entschieden haben und sich jetzt nochmal absichern möchten. Dann würde ich sagen, ich halte jetzt Sie nicht weiter auf, denn es ist ein großes Thema, ein komplexes Thema. Aber ich bin sicher, Sie werden das wunderbar machen. Und ich freue mich, wenn ich dann in ungefähr einer Stunde wieder zu Ihnen kommen darf und die Fragen weiterreichen darf. Dann übergebe ich jetzt und wir starten die Präsentation. Okay, vielen Dank. Bis nachher. Ja, wie gerade angekündigt, es ist ein komplexes Thema. Deswegen wollen wir auch keine Zeit verlieren. Es ist sicherlich auch ein schwieriges Thema und ich versuche heute, Ihnen das Thema ja auf einfache Art und Weise näher zu bringen. Ich hoffe, es gelingt mir.
Ja, dann starten wir direkt mal hier mit dem Inhalt des heutigen Webinars. Das haben wir ja gerade auch schon gehört eingangs bei der Eröffnung dieses Webinars. Deshalb werde ich die Folie jetzt einfach mal überspringen und beginne direkt mit den Voraussetzungen der Altersteilzeit. Also, da sehen Sie die Voraussetzungen. Das sind nur die ersten Voraussetzungen. Es geht gleich noch weiter. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt. Also natürlich muss ich eine Vereinbarung schließen mit meinem Arbeitgeber. Das ist die erste Voraussetzung. Finden Sie übrigens die Voraussetzung im sogenannten Altersteilzeitgesetz. Und ja, insgesamt vielleicht zu dem Thema, vielleicht ganz kurz noch eingangs zwei, drei Sätze. Das Thema ist natürlich schon auch ein bisschen älter. Als ich angefangen habe, dieses Thema zu beraten, ja, glaube ich, das ist jetzt mittlerweile über 20 Jahre her, war dieses Thema brandaktuell deswegen, weil die Altersteilzeit gefördert wurde von der Agentur für Arbeit. Und die Förderung ist ja ausgelaufen, aber dennoch bis heute, das zeigt ja auch heute dann das Interesse an diesem Webinar, bis heute ist dieses Thema nach wie vor immer natürlich noch beliebt, um Arbeitnehmern einen gleitenden Übergang in den Ruhestand zu ermöglichen. Also von daher jetzt aktuell, ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen, Monaten, also einige Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer diesbezüglich beraten, betreut. Also ist momentan scheinbar wieder auch von größeren Firmen, dass dieses Thema angeboten wird. Und man spricht natürlich auch untereinander im privaten Umfeld, sodass dann sicherlich auch mal die Nachfrage kommt beim eigenen Arbeitgeber, Mensch, kann ich nicht in Altersteilzeit gehen, um halt vorzeitig irgendwie aus dem Erwerbsleben auszutreten. Und genau, wir werden heute da auf jeden Fall mal schauen, was passiert denn da auch bezüglich der Rente. Und ich denke, da habe ich Ihnen ja einige spannende Sachen auch mitgebracht. Also Stichwort auch Auswirkungen auf die Rentenhöhe. Also da können Sie sich auf gleich doch einige spannende Folien hoffentlich freuen. Und da sieht man einfach auch mal die Auswirkungen der Altersteilzeit. Ja, aber jetzt kommen wir erst nochmal zu den Voraussetzungen zurück. Sie sehen, ab Vollendung des 55. Lebensjahres ist die Altersteilzeit möglich. Also das 55. Lebensjahr vollende ich ja einen Tag vor meinem 55. Geburtstag, weil ich in meinem 55. Geburtstag schon das 56. Lebensjahr quasi beginne. Also Vollendung des 55. Lebensjahres, ab wann ist die Altersteilzeit möglich? So, dritte Voraussetzung ist, die bisherige wöchentliche Arbeitszeit muss um die Hälfte reduziert werden. Denn dazu gleich nochmal später auf der nächsten Folie ein paar Informationen. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal ganz kurz den Hinweis geben, für welchen Zeitraum kann ich denn überhaupt Altersteilzeit machen? Also da ganz klar erstmal die Info für Sie vorab. Es gibt keine Mindestlaufzeit. So, das heißt, theoretisch könnte man auch ein Jahr Altersteilzeit machen. Das macht natürlich niemand, aber es gibt, wie gesagt, keine gesetzliche vorgeschriebene Mindestlaufzeit. Früher gab es mal, als die Altersteilzeit noch gefördert wurde, gab es und man auch aufgrund von Altersteilzeit in Rente gehen konnte. Die sogenannte Rente wegen Altersteilzeit gab es eine rentenrechtliche Voraussetzung, die damals besagt, man muss mindestens 24 Monate Altersteilzeit machen. Vielleicht ist das noch so in den Köpfen drin. Das gab es, wie gesagt, früher mal, ist aber jetzt, weil es einfach keine geförderte Altersteilzeit mehr gibt und auch weil man auch nicht mehr diese Rente wegen Altersteilzeit in Anspruch nehmen kann, also weil die Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen, einfach nicht mehr die Möglichkeit dazu haben. Also diese 24 Monate sind damit entfallen. Also keine Mindestlaufzeit mehr. So, was man aber beachten muss, wenn man keinen Tarifvertrag hat, dann ist die einzelvertragliche Regelung, also zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ist nur bis zu einer Dauer von 3 Jahren möglich. Das heißt, wenn Sie nicht einem Tarifvertrag angeschlossen sind, können Sie die Altersteilzeit nur für 3 Jahre machen. Es sei denn, da hätten dann beispielsweise nicht tarifgebundene Arbeitgeber auch die Möglichkeit, quasi, so lässt es das Gesetz ausdrücklich zu, die tarifvertraglichen Regelungen im räumlichen und fachlichen Geltungsbereich durch Betriebsvereinbarung oder durch Einzelvereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu übernehmen. Also man kann sich quasi da auch dann der tarifrechtlichen Regelung anschließen und das dann natürlich auf einzelvertraglicher Basis mit dem Arbeitnehmer vereinbaren. Aber grundsätzlich, wenn ich nicht einem Tarifvertrag angehöre, nur maximal dann 3 Jahre möglich. Und Sie sehen, das steht dann auch unter Punkt A, die Altersteilzeit, also die Zeit muss sich zumindest bis zum frühestmöglichen Renteneintrittsalter erstrecken. Heißt also,
letztendlich die Altersteilzeit muss enden bis zu dem Zeitpunkt, wo ich frühestmöglich in Rente gehen kann. Das heißt, auch eine vorgezogene Altersrente wäre hier möglich. Also eine vorgezogene Altersrente kann ich in Anspruch nehmen und nehme dadurch bedingt unter Umständen die sogenannten Abschläge in Kauf. Also für jeden Monat, wo ich eher gehe, haben wir einen Abschlag von 0,3%. Das heißt, auch wenn ich eine vorgezogene Altersrente dann in Anspruch nehmen kann, bis zu diesem Zeitpunkt muss ich mindestens die Altersteilzeit erstrecken. So, das ist auf jeden Fall zwingend gegeben. Das ist eine Vorgabe, die erfüllt sein muss. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis hier, wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann ist der Betriebsrat beispielsweise bei einer Dauer ab 5 Jahren mitbestimmungspflichtig. Und das Thema, was ich gerade noch angesprochen habe, dass der Beginn oder quasi das Ende der Altersteilzeit quasi frühestens enden muss bis zu einer vorgezogenen Altersrente. Hier würden beispielsweise auch ausländische Renten berücksichtigt. Das heißt, angenommen, es wäre ein Arbeitnehmer, der hätte einen Anspruch auf eine Rente in Frankreich beispielsweise, die ja momentan bekanntlich noch zumindest vor unserem Renteneintrittsalter in Anspruch genommen werden kann. Das heißt, habe ich einen Rechtsanspruch einer ausländischen Rente innerhalb der EU-EWR-Staaten und der Schweiz, dann wäre das halt auch damit erfüllt. Aber was ist auch noch möglich? Also Sie können natürlich auch nach der Altersteilzeit beispielsweise auch nochmal in die Beschäftigung gehen, also bei einem anderen Arbeitgeber. Sie müssen nicht zwingend dann in Rente gehen. Also es kann ja genauso gut sein, dass Sie sich dann in der Freistellungsphase gelangweilt haben gleich, was Freistellungsphase heißt, sage ich gleich was zu. Und Sie denken einfach nochmal darüber nach, danach dann vielleicht doch nochmal eine Beschäftigung aufzunehmen. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Also Sie sind danach nicht gezwungen, auf jeden Fall die Altersrente zu beantragen. Ja, das vielleicht dazu. Und dann auch noch mal ganz kurz zur Laufzeit. Sie sehen, bei den tarifvertraglichen Regelungen ist es so, dass die Altersteilzeit bis zu einer Dauer von 6 Jahren in Anspruch genommen werden kann. Und wenn wir von diesen Teilzeitmodellen sprechen, da sage ich gleich was zu, was das ist, da kann man sogar auch Altersteilzeit für einen Zeitraum von 6 Jahren, von 10 Jahren machen, wenn die Halbierung der wöchentlichen Arbeitszeit über einen Zeitraum von 6 Jahren realisiert wird. Ja, das sind die ersten Voraussetzungen. Jetzt aber vielleicht ganz kurz ein Schwenker erstmal zu den Modellen, in die quasi die Möglichkeiten, die Sie haben aufgrund von Altersteilzeit. Das sind diese beiden, die Sie hier auf der Folie sehen. Einmal das Teilzeitmodell und einmal das Blockmodell. Bei dem Teilzeitmodell ist es so, dass die Verteilung der Arbeitszeit, der Altersteilzeit wird frei vereinbart. Also in der Regel ist es so, dass man halt für einen bestimmten oder für den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit zu 50% arbeitet. Sie können aber auch ein anderes Modell wählen. Also Sie können auch eine individuelle Vereinbarung der Zeitaufteilung vereinbaren. Das ist also möglich. Gängiges Modell ist allerdings in der Praxis das sogenannte Blockmodell. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Das heißt, man arbeitet in der ersten Phase, in der sogenannten Arbeitsphase zu 100% und in der Freistellungsphase arbeiten Sie gar nicht mehr. Das Arbeitsentgelt, was Sie in der Arbeitsphase erwirtschaftet haben, zu 50%, wird ins sogenannte Wertguthaben eingestellt. Ich sage mal, das ist wie ein Sparschwein. Also ich arbeite zu 100%, bekomme aber nur 50% meines Arbeitsentgeltes wird ausgezahlt und die anderen 50% werden quasi geparkt. Das ist dieses Wertguthaben, also wird quasi in einem Sparschwein angespart, damit ich auch in der Freistellungsphase dann ein Arbeitsentgelt habe, was zur Auszahlung kommt und damit auch eine versicherungspflichtige Beschäftigung damit verbunden ist. Denn ich muss ja auch dann in der Freistellungsphase versichert sein. Es werden Beiträge gezahlt und dafür ist halt diese Ansparung des Arbeitsentgelts. Und das ist einfach auch das übliche Modell, was in der Praxis gewählt wird. Also ich habe jetzt wirklich in den über 20 Jahren, wo ich dieses Thema berate, habe ich immer nur das Blockmodell beraten. Also das Teilzeitmodell ist zumindest bei mir in der Praxis, ist bei mir nie in Erscheinung getreten. Also das gängige Modell ist tatsächlich das Blockmodell.
Ja, die Vorgabe ist, dass die Arbeitszeit auf die Hälfte reduziert wird. Und da ist es so, dass man sagt, man nimmt quasi die durchschnittliche Arbeitszeit der letzten 24 Monate. Also in dem Fall brauche ich ja einen bestimmten Wert, also die Reduzierung der Arbeitszeit, die muss ja einem bestimmten Entgelt gegenüberstehen. Und da ist es so, dass man diese Arbeitszeit quasi der letzten 24 Monate nimmt und da den Durchschnitt bildet. Mehrarbeitsstunden bleiben da unberücksichtigt, aber es können aber auch Zeiten berücksichtigt werden, die über der tariflichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit liegen. Also das ist möglich, aber wenn ich ständig Mehrarbeitsstunden geleistet habe, dann bleiben die zumindest hier bei der Betrachtung erstmal außen vor. Ja, mit Mehrarbeitsstunden ist es eben ein bisschen schwierig, dazu gleich aber auch nochmal später mehr, denn die werden an anderen Stellen auch nicht berücksichtigt, aber dazu gleich mehr. Ja, also hier nochmal, das sind die zwei Modelle, Teilzeitmodell, Blockmodell, aber in der Praxis wird in der Regel das Blockmodell gewählt. So, dann haben wir eine weitere wichtige Voraussetzung, um überhaupt in Altersteilzeit gehen zu können. Und zwar sieht das Gesetz vor, dass Sie in den letzten 5 Jahren vor Beginn der Altersteilzeit müssen Sie mindestens 1080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung gestanden haben. Und zwar nach dem SGB 3. Das heißt, Sie müssen in den letzten 1080 Tagen, Kalendertagen vor Beginn der Altersteilzeit, also in den letzten 5 Jahren davor, diese Kalendertage erfüllen. Eine versicherungspflichtige Beschäftigung nach dem SGB III heißt, das heißt, Sie müssen Beiträge gezahlt haben zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. Heißt also, wenn ich für eine bestimmte Zeit beispielsweise einen Minijob hatte, durch einen Minijob natürlich keine Beiträge gezahlt habe zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung, dann werden diese Tage nicht berücksichtigt. Aber auch Zeiten, so wie es ja hier auch steht, mit Anspruch auf Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Zeiten des Bezugs von Bürgergeld oder auch Zeiten, in denen Versicherungspflicht bestand, nach § 26 des dritten Gesetzbuches, also das ist das SGB III, die stehen einer versicherungspflichtigen Beschäftigung gleich. Also wie gesagt, alle versicherungspflichtigen Tatbestände, wo ich Beiträge gezahlt habe zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung, die werden hier auf die 1080 Kalendertage angerechnet. Ja, weitere wichtige Voraussetzung ist, dass ich natürlich auch während der Altersteilzeit Arbeitslosenversicherungspflicht begründe. Das heißt, ich muss auch von meinem Entgelt Beiträge zahlen zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. Heißt also, jemand, der einen Minijob macht, würde in diesem Fall keine Beiträge ja zahlen zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung, demnach auch für einen Minijobber Altersteilzeit nicht möglich. Ja, und dann nähern wir uns jetzt hier noch den letzten beiden Voraussetzungen. Das erkläre ich Ihnen gleich auf den Folgefolien ein bisschen detaillierter. Also es ist ja so, wenn ich mich im Blockmodell befinde, dann stockt der Arbeitgeber oder auch im Teilzeitmodell, dann ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, das Arbeitsentgelt um mindestens 20% aufzustocken. Also der Arbeitgeber zahlt quasi aus seiner Tasche 20% nochmal auf das Arbeitsentgelt obendrauf. Und dieser Aufstockungsbetrag, den der Arbeitgeber also aus eigener Tasche obendrauf quasi leistet, auf die 50%, die ich ja nur bekomme, weil ich habe ja vorhin gesagt, im Blockmodell arbeite ich zu 100%, bekomme aber nur ein Entgelt von 50% ausgezahlt. Das ist natürlich sehr wenig. Da hat dann der Gesetzgeber gesagt, okay, lieber Arbeitgeber, du musst dieses Arbeitsentgelt mindestens dann nochmal um 20% aufstocken. Dieser Aufstockungsbetrag ist steuer- und beitragsfrei und die Aufstockung, also die Berechnung der Aufstockung, kann auch weitere Entgeltbestandteile umfassen. Dazu gleich später nochmal mehr. Und der Arbeitgeber kann auch beispielsweise die Aufstockung höher wählen. Er könnte beispielsweise auch 30% oder 40% aufstocken. Allerdings nur soweit die Aufstockungsbeträge zusammen mit dem während der Altersteilzeit bezogenen Nettoarbeitslohn monatlich 100% des maßgeblichen Arbeitslohns, das ist der Nettoarbeitslohn, den der Arbeitnehmer im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum ohne Alterszeit
üblicherweise erhalten hätte, nicht übersteigen. Es darf halt nicht das letzte Nettoentgelt übersteigen, also darüber hinaus nicht. Aber sofern der Arbeitgeber mehr aufstocken möchte, also das gibt es durchaus, dass der Arbeitgeber sagt, komm, ich stocke das jetzt auf 30% auf, das ist nicht so unüblich, dass natürlich dann auch diese höhere Aufstockung ist dann auch weiterhin steuer- und beitragsfrei. Ja, letzter Punkt, der Arbeitgeber zahlt auch für den Arbeitnehmer noch zusätzlich einen Rentenversicherungsbeitrag. Und wenn Sie sich diese Vorschrift dann vielleicht jetzt mal durchlesen, es klingt ein bisschen kompliziert. Und da werde ich gleich auch noch mal ein bisschen detailliert darauf eingehen, wie sich das berechnet. Also der Arbeitgeber zahlt also einen zusätzlichen Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung. Und jetzt kommt mindestens in Höhe des Beitrags, der auf 80% des Regelentgeltes entfällt, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90% der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Also Sie werden ja wahrscheinlich jetzt denken, was soll das? Verstehe ich nicht. Und von daher, da habe ich Ihnen gleich auf jeden Fall eine Folie mitgebracht, die das ein bisschen näher erläutert. Aber hier auch nochmal wichtig, der Arbeitgeber zahlt also zusätzlich einen Rentenversicherungsbeitrag, ganz normal über die Abrechnung. Der Arbeitnehmer ist da nicht involviert. Der Arbeitnehmer zahlt ganz normal nur von seinen 50%, wenn wir uns jetzt im Blockmodell befinden, den Rentenversicherungsbeitrag. Und der Arbeitgeber quasi hat hier eine Mehrleistung zu tragen. Das ist hier auch neben der Aufstockung noch der zusätzliche Rentenversicherungsbeitrag. So, dann gucken wir uns das jetzt mal ein bisschen im Detail an. Jetzt gehen wir ein bisschen ans Eingemachte. Jetzt haben wir gerade gehört, Aufstockungsbetrag. Was ist das? So, da habe ich Ihnen erstmal quasi eine Definition mitgebracht, und zwar die Definition des Regelentgelts. Denn von diesem Regelentgelt wird der Aufstockungsbetrag berechnet. So, und zwar gehören zum Regelentgelt alle regelmäßigen laufenden Entgeltzahlungen, also wie der Begriff schon sagt, Regelentgelt, ne? Also steckt der Begriff Regelmäßigkeit drin und Arbeitsentgelt. Also alles, was unregelmäßig ist, das wird nicht aufgestockt, heißt Mehrarbeitsvergütung beispielsweise, aber auch Einmalzahlungen werden nicht aufgestockt. Es sei denn, beispielsweise die Einmalzahlung wird nicht einmal jährlich ausgezahlt, zum Beispiel das Weihnachtsgeld, sondern es wird quasi runtergebrochen auf den jeweiligen Monat. Also angenommen, das Weihnachtsgeld würde dann jeden Monat quasi mit ausgezahlt. Dann würde das Weihnachtsgeld auch aufgestockt. Aber wenn es sich um eine ganz normal klassische Einmalzahlung handelt, die einmal jährlich gezahlt wird, oder eine andere Einmalzahlung, beispielsweise eine Jubiläumszuwendung oder ähnliches, das ist nicht aufstockungsfähig. Also nur das, was der Arbeitnehmer regelmäßig laufend an Entgelt bekommt. Und das wird aufgestockt. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, Mehrarbeitsvergütung, jetzt rückschauend betrachtet, fällt bei mir immer regelmäßig Mehrarbeit an. Aber auch das, wie gesagt, wird nicht berücksichtigt, auch wenn rückschauend betrachtet die Mehrarbeit tatsächlich immer in gewissem Umfang angefallen ist. Also ganz wichtiger Punkt, dass Sie sich hier merken, also die Aufstockung wird nur berechnet vom regelmäßigen Entgelt. Und das ist natürlich dann auch gerade, wenn ich jemanden habe, der keinen festen Monatslohn hat, kein Gehalt, sondern einen variablen Lohn, da muss ich im Zweifel gegebenenfalls jeden Monat das Regelentgelt neu feststellen. Ja, und dann der letzte Punkt, das Regelentgelt wird also begrenzt, also das Regelentgelt zur Berechnung des Aufstockungsbetrages wird begrenzt auf die monatliche Beitragsbemessungsgrenze der Unfallversicherung, und die liegt ja genauso wie bei der Rentenversicherung, die ist ja bei 7.300 €. Das heißt, es erfolgt eine Kappung. Das heißt, wenn jemand ein höheres Entgelt bekommt, also über 7.300 €, würde auf die Beitragsbemessungsgrenze gekappt und dann würde davon der Aufstockungsbetrag berechnet. So, dazu aber mal ein Beispiel, damit das vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe Ihnen hier mal einen ganz einfachen Fall mitgebracht, dass Sie sich das einfach mal in der Praxis so ein bisschen vorstellen können. Also hier haben wir einen Arbeitnehmer, der bekommt ein laufendes Entgelt von 2.250 €. Und der hat monatliche beitragspflichtige Zulagen, beispielsweise eine Schmutzzulage oder ähnliches in Höhe von 320 €. Er bekommt ein Urlaubsgeld von 1.000 € einmal jährlich ausgezahlt
Und er hat Mehrarbeitsvergütung inklusive der Zuschläge in Höhe von 200 Euro. Ja, und wie Sie dann auch schon sehen, also die rot markierten Beträge, die werden bei dem Regelentgelt zur Berechnung des Aufstockungsbetrages berücksichtigt. Heißt letztendlich von 2.570 Euro, das ist einmal das Regelentgelt und einmal die monatliche beitragspflichtige Zulage. Davon wird der Aufstockungsbetrag berechnet, also die 20%. Das heißt, in diesem Fall bekommt der Arbeitnehmer das laufende Entgelt, so wie es da steht, plus die Aufstockung in Höhe von 514 Euro. Das sind die mindestens 20%. Und die sind in diesem Fall steuer- und beitragsfrei. Allerdings, so wie es hier unten ja auch steht, unterliegt der Aufstockungsbetrag dem Progressionsvorbehalt. Ne? Also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist ja jetzt kein Arbeitgeberthema, sondern Arbeitnehmerthema. Aber da möchte ich Sie dennoch darauf hinweisen, also der Aufstockungsbetrag unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Ja, ganz einfaches Beispiel. Da sehen Sie einfach mal, wie der Aufstockungsbetrag berechnet wird. Und genau, das ist das, was der Arbeitnehmer dann noch on top vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt. So, mal als Vergleich, wenn wir jetzt mal sagen, naja, was macht das denn überhaupt unterm Strich aus, wenn ich jetzt beispielsweise vorher ein bestimmtes Entgelt habe, unterm Strich, was bekomme ich denn jetzt in der Altersteilzeit an Netto ausgezahlt? Da habe ich Ihnen einfach mal ein Beispiel mitgebracht. Berechnet an einem Arbeitsentgelt von 4.500 Euro. Der Arbeitnehmer geht in ein Blockmodell. Das Regelarbeitsentgelt beträgt 2.250 Euro, also einfach nur die Hälfte vom Arbeitsentgelt, ohne irgendwelche zusätzlichen Zahlungen, ohne Zulagen etc. pp., also ohne weitere regelmäßige Entgeltbestandteile. Er hat die Steuerklasse 3, ist verheiratet, hat Kinder, wird kein Freibetrag mehr angerechnet, römisch-katholisch, aus NRW 56 Jahre, Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung liegt bei 1,6% und der Arbeitgeber zahlt ihm den Aufstockungsbetrag in Höhe von 450 Euro. Das ist ja berechnet vom Regelentgelt 2.250 mal 20% sind die 450 Euro. Und mal so als Vergleich dargestellt, also vorher hatte der Arbeitnehmer Nettoentgelt von 3.170 Euro und jetzt während der Altersteilzeit hat er ein Nettoentgelt von 2.240 Euro, also ungefähr 70% des bisherigen Nettoentgeltes. Ja, also das kann man so Pi mal Daumen sagen, ungefähr sind das dann 70% des bisherigen Nettoentgeltes. So, vielleicht hier unten noch einige wichtige Hinweise auch, die Sie vielleicht interessieren, wo Sie sich vielleicht auch schon mal Fragen zu gestellt haben. Und zwar, wie sieht es aus mit Nebenbeschäftigungen? Also Sie können natürlich auch in der Altersteilzeit weitere Beschäftigungen ausüben. Früher war es so, dass als die Altersteilzeit noch gefördert wurde, da wurde quasi gesetzlich vorgegeben, dass man neben der Altersteilzeit nur noch einen Minijob ausüben darf. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Das heißt, Sie können natürlich sich auch noch über einen zweiten Arbeitgeber ein Entgelt hinzuverdienen. Die Höhe ist da unschädlich. Es kann ein Minijob sein, es kann eine abhängige Beschäftigung sein oder es kann sogar auch eine nebenberufliche selbstständige Tätigkeit sein. Da muss man nur halt ein bisschen aufpassen, dass es nebenberuflich ist, weil wenn es eine hauptberufliche selbstständige Tätigkeit wäre, das heißt also vom Umfang her deutlich über 20 Stunden die Woche und auch vom Entgelt deutlich über einer bestimmten Grenze. Man sagt, das ist ungefähr die Hälfte der Bezugsgröße, also deutlich über circa 1.400 Euro. Da muss man aufpassen, weil das sonst die Kranken- und Pflegeversicherungspflicht verdrängen würde. Also das würde ich Ihnen nicht raten. Also wenn Sie das beabsichtigen, nebenbei eine selbstständige Tätigkeit auszuüben, dann eher auf nebenberuflicher Basis. Aber wie gesagt, eine ganz normale weitere abhängige Beschäftigung, also mit einem Entgelt über 520 Euro, also über der Grenze wie bei einem Minijob, ist das durchaus zulässig.
Es ist auch egal, wann die Nebenbeschäftigung dann begonnen hat. Also sie muss nicht zwangsläufig vor der Altersteilzeit begonnen haben. Sie können auch während der Altersteilzeit entscheiden, ach, ich möchte jetzt doch noch gerne mal ein bisschen arbeiten und können diese Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber ausüben. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, Mehrarbeit während der Arbeitsphase im Teilzeit- oder Blockmodell beim gleichen Arbeitgeber, auch immer eine spannende Frage, in nicht nur geringfügigem Umfang. Steht der Altersteilzeit im sozialversicherungsrechtlichen Sinne nicht entgegen. Man muss halt nur aufpassen, dass dadurch nicht die durchschnittliche Arbeitszeit, die ja vorgegeben ist, die Hälfte quasi, das, was ich vorhin eingangs gesagt habe, die ich ja berechne, um halt die Voraussetzung zu schaffen, um in Altersteilzeit zu gehen, dass ich die damit nicht erhöhe. Das ist halt immer nochmal ein wichtiger Punkt und sollten Sie dann im Zweifel auch dann nochmal im Einzelfall prüfen lassen, ob das unter Umständen schädlich sein kann, wenn der Mitarbeiter weiter hier mehr Arbeit leistet. Was auch möglich ist, dass Sie beispielsweise, wenn Sie in die Freistellungsphase gehen, also wenn Sie sich jetzt im Blockmodell befinden, Sie haben zu 100% gearbeitet in der Arbeitsphase und dann beginnt die Freistellungsphase. So, und Sie sind jetzt aber noch an einem ganz wichtigen Projekt dran. Und dieses Projekt, da braucht der Arbeitgeber einfach Ihre Unterstützung. Dann kann es auch sein, dass Sie dieses Projekt auch erstmal beenden können, obwohl eigentlich diese Freistellungsphase ja schon begonnen hat. Also auch das ist legitim, würde ich aber Ihnen empfehlen, im Zweifel dann nochmal prüfen zu lassen, ob das dann ja schädlich ist oder nicht. Also auch das ist aber möglich, also wenn Sie an einem Projekt quasi noch beteiligt sind und die Freistellungsphase beginnt und das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, dann können Sie natürlich dieses Projekt auch noch zu Ende bringen, obwohl die Freistellungsphase bereits begonnen hat. Ja, ich denke, das ist vielleicht auch mal so nochmal eine spannende Frage in der Praxis. Was passiert, wie gesagt, bei Mehrarbeit? Was passiert, wenn ich bei einem anderen Arbeitgeber arbeite und so weiter? Von daher habe ich Ihnen da diese Punkte einfach mal mitgebracht. Ja, dann verlassen wir jetzt diesen Aufstockungsbetrag, der vom Arbeitgeber ja on top gezahlt wird, der steuer- und beitragsfrei ist. Und dann gucken wir uns nochmal eben das Thema zusätzlicher Rentenversicherungsbeitrag an. Auch das ist ja eine reine Arbeitgeberleistung. Der Arbeitgeber zahlt also einen zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrag. Und da hatte ich Ihnen ja vorhin auf der Folie so eine schöne Definition, wie man das berechnet, vorgelesen. Hier unten steht sie auch nochmal. Also ich lest den vielleicht gerne einfach nochmal vor. Also der Arbeitgeber zahlt für den Arbeitnehmer zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, also mindestens 80% vom Regelentgelt, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90% der Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelentgelt. Und das habe ich Ihnen an diesem Beispiel einfach mal mitgebracht. Und man nimmt dann immer den Wert, der am niedrigsten ist. Also hier an dem Beispiel ist es so, der Arbeitnehmer bekommt ein laufendes Entgelt in Höhe von 2.500 Euro. Die Beitragsbemessungsgrenze dieses Jahr zur gesetzlichen Rentenversicherung, die beträgt 7.300 Euro. 90% davon sind 6.570 Euro. Das wäre jetzt der Maximalbetrag, also die beitragspflichtige Einnahme zur Berechnung des zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrages. So, 80% des Regelarbeitsentgeltes sind in dem Fall, also von 2.500 Euro, 80% sind in dem Fall 2.000 Euro. Und der Unterschiedsbetrag zwischen 90% der Beitragsbemessungsgrenze, den 6.570, und dem Regelentgelt, den 2.500 Euro, da ist der Unterschiedsbetrag 4.070 Euro. Jetzt vergleicht man die beiden Werte miteinander. Also einmal die 2.000 Euro und einmal die 4.070 Euro. Das heißt, in dem Fall der niedrige Wert gilt. Also ist ja der, die 4.070 wäre in dem Fall der Maximalwert. Das heißt, in dem Fall nimmt man den niedrigen Wert, also 80% des Regelentgeltes, ist hier die beitragspflichtige Grundlage zur Berechnung des zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrags über den Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber zahlte auch nicht nur den Arbeitgeberanteil, wie ganz normal bei versicherungspflichtigen Arbeitnehmern, sondern er zahlt den vollen Beitrag. Also wir haben ja momentan einen Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung von 18,6%. Das heißt, in dem Fall zahlt der Arbeitgeber hier von 2.000 Euro 18,6% aus eigener Tasche zur gesetzlichen
Rentenversicherung. Ja, also ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, die Berechnung des zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrags. Da muss man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden, was jetzt genau was ist. Und also letztendlich kann man sich auch da merken, dass diese Regelung, diese 80% vom Regelentgelt, das, was die Beitragsbemessungsgrundlage ist, das ist bei Arbeitnehmern, die ein Entgelt haben, unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Und für alle, die drüber liegen, da wäre Berechnungsgrundlage in diesem Fall 4.070 Euro. Ja, so, dann vielleicht noch zwei, drei Hinweise bei diesem Thema für Sie. Und zwar kann auch hier der Arbeitgeber einen höheren Rentenversicherungsbeitrag zahlen. Ne? Also das ist auch legitim, das ist möglich, stellt dann keinen geldwerten Vorteil dar, also wird nicht versteuert. Also auch legitim, dass der Arbeitgeber das Ganze dann nochmal sozusagen aufstockt. Ne? Also auch genau das Gleiche, was wir gerade beim Aufstockungsbetrag gehört haben, wo der Arbeitgeber auch die Möglichkeit hat, diese 20% dann höher zu wählen, hat der Arbeitgeber hier auch die Möglichkeit, einen höheren Rentenversicherungsbeitrag zu zahlen. Und hier ist es so, auch hier, wie auch gerade schon beim Aufstockungsbetrag, bleibt das mehr an Mehrarbeitsentgelt unberücksichtigt. Das heißt also, wenn ich Mehrarbeit leiste, dann wird die Mehrarbeit, das Mehrarbeitsentgelt vorausgenommen zur Berechnung des zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrags. Also ähnlich wie vorhin beim Aufstockungsbetrag, es wird der zusätzliche Rentenversicherungsbeitrag wird immer vom laufenden Entgelt ermittelt. Heißt also, in dem Fall habe ich Sachbezüge beispielsweise, also zum Beispiel ein PKW, führt das natürlich dazu, dass der Rentenversicherungsbeitrag über den Arbeitgeber höher ist, wenn ich den PKW abgeben muss in der Freistellungsphase, dann führt das dazu, dass in dem Fall das laufende Entgelt sich mindert und dadurch mindert sich natürlich auch der zusätzliche Rentenversicherungsbeitrag über den Arbeitgeber. Ja, und hier auch bei dieser Berechnung des zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrags bleibt einmalig gezahltes Arbeitsentgelt auch hier außen vor. Ja, verlassen wir dann jetzt das doch etwas komplizierte Thema. Also ich weiß, es ist nicht so einfach mit diesem zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrag, aber vielleicht konnte ich Ihnen das so ein bisschen vielleicht mal erläutern, was da überhaupt passiert und welche Auswirkungen das hat auf die Rentenhöhe. Das schauen wir uns gleich, wie gesagt, noch mal etwas genauer an. Ja, wir kommen jetzt zu den Risiken der Altersteilzeit. Also wenn Sie ganz normal in Altersteilzeit gehen, die Altersteilzeit, also Sie sparen als Wertguthaben an, Sie gehen dann in die Freistellungsphase, wenn wir uns im Blockmodell befinden und Sie können ganz normal dann quasi am Ende der Freistellungsphase in Rente gehen. Das Wertguthaben ist quasi aufgebaut bis zum Ende der Arbeitsphase, alles im grünen Bereich. Dann bestehen da natürlich grundsätzlich keine Risiken. Risiken können erst eintreten. Okay, jetzt... Das war nicht von mir eingeplant. Jetzt muss ich mal eben ganz schnell hier die Folie voll machen. Okay, da hat jemand ein bisschen Animation eingebaut. So, da haben wir die Folie vollständig. Also hier sehen Sie die Risiken. Und die möchte ich mit Ihnen im Einzelnen einfach noch ein bisschen näher besprechen, dass Sie da vielleicht auch wissen, was unter Umständen auf Sie zukommen kann. Ganz klar ist natürlich, wenn ich arbeitsunfähig werde in der Arbeitsphase und ich baue kein Wertguthaben mehr auf, dann habe ich unter Umständen ein Problem deswegen, weil ich natürlich dieses Wertguthaben brauche für die Freistellungsphase. Und wenn ich in der Arbeitsphase beispielsweise nach Ende der Entgeltvorzahlung im Krankengeldbezug bin, kann ich natürlich über mein Krankengeld mein Wertguthaben, also mein Sparschwein, nicht weiter auffüllen. Das heißt, die Freistellungsphase würde sich in dem Fall verkürzen. Und dann kann man auch nicht sagen, ach na, Margot, ist ja egal, wir gucken jetzt einfach mal, wie viel Geld noch am Topf ist im Sparschwein.
Und wie viele Monate dauert denn die Freistellungsphase? Und dann nehmen wir einfach das Entgelt, was da ist, und verteilen das auf die, sage ich mal, Monate der Freistellungsphase. Das heißt, wir würden das Wertguthaben strecken. Das ist also nicht möglich, ne? Es muss also tatsächlich genau das gleiche Entgelt sein wie in der Arbeitsphase. Das heißt, man kann dann nicht einfach dann das Sparschwein schlachten sozusagen und dann gucken, was drin ist, und das dann auf die restlichen Monate der Freistellungsphase verteilen. Das funktioniert nicht. Heißt also, eventuell, wenn ich in der Arbeitsphase arbeitsunfähig werde, in den Krankengeldbereich rutsche, also in den Krankengeldbezug, dann führt das natürlich dazu, dass ich nacharbeiten muss, ne? Und das ist natürlich dann problematisch. Jetzt hätte der Arbeitgeber natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte einfach nicht das dem Arbeitnehmer zumuten, dass er nacharbeiten muss. Ich zahle jetzt einfach nochmal aus meiner eigenen Tasche das Arbeitsentgelt, also das Wertguthaben, was er jetzt nicht mehr erwirtschaften kann, für die Zeit, wo er krank ist, wo er im Krankengeldbezug ist, und lass das quasi mit ansparen. Das kann der Arbeitgeber natürlich machen. Es ist dann auch in dem Fall kein geldwerter Vorteil oder irgendwas. Das heißt, der Arbeitgeber würde aus eigener Tasche sagen, okay, ich nehme jetzt das eine Summe X in die Hand. Und wenn er wirklich da irgendwie eine Fehlzeit hat, das Wertguthaben reicht nicht bis zum Ende der Freistellungsphase aus, dann stelle ich das Wertguthaben, das fehlende Wertguthaben ein und auch die entsprechenden Aufstockungsleistungen. Das hätte die Möglichkeit, hätte der Arbeitgeber. Wenn er das nicht macht, gut, dann hat der Arbeitnehmer nur die Möglichkeit, nachzuarbeiten. Oder aber die Freistellungsphase würde sich verkürzen. Wenn jetzt die Freistellungsphase sich tatsächlich verkürzt, weil ich einfach nicht genug Wertguthaben habe und das Ende reicht nicht bis zum frühestmöglichen Renteneintritt. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Voraussetzung ist, dass ich auf jeden Fall, dass die Altersteilzeit so gestalten muss, dass sie bis zum frühestmöglichen Renteneintritt ausreichend ist, dann führt das in diesem Fall, ist das nicht problematisch, ne? Also es kann durchaus sein, dass wenn man beispielsweise jetzt hier aufgrund von Krankengeld nicht mehr genug Wertguthaben hat, die Freistellungsphase verkürzt sich und ich kann danach nicht sofort eine vorgezogene Altersrente in Anspruch nehmen, weil ich einfach nicht, das Wertguthaben nicht ausreicht, dann ist das in dem Fall unschädlich, ne? Also das Fakt ist, Sie haben es ja am Anfang vereinbart, es wurde dargestellt vertraglich, dass eigentlich das Wertguthaben bis zum frühestmöglichen Renteneintritt ausreichend ist, und wenn das durch diese besonderen Umstände dann nicht der Fall ist, dann ist es in dem Fall unschädlich. Ich muss mir nur die Frage stellen, was mache ich in der Zeit, ne? Also wenn das jetzt nur eine kleine Lücke ist, gut, kann man sich die Frage stellen, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Arbeitslosengeld? Ja, natürlich, weil es sind natürlich auch Beiträge gezahlt worden zur Arbeitslosenversicherung, die macht auch einen Anspruch dann vielleicht für eine bestimmte Lücke auf Arbeitslosengeld, oder ich nehme noch eine Beschäftigung auf oder was auch immer, wenn dort eine Lücke entstanden ist. Der zweite wichtige Punkt, der hier steht, das betrifft privatversicherte Arbeitnehmer, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar privatversicherte Arbeitnehmer, die dann Krankentagegeld bekommen, die sollten sich zwingend rentenversicherungspflichtig anmelden bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt, eine Rentenversicherungspflicht auf Antrag beantragen. Also sobald die Entgeltvorzahlung endet, der privatversicherte Arbeitnehmer bekommt dann der Krankentagegeld über seine private Krankenversicherung, dann sollte er auf jeden Fall die Rentenversicherungspflicht auf Antrag beantragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. An der Stelle einen Hinweis möchte ich Ihnen geben. Das übersehen viele auch, und dann hat man halt hinterher ist die Altersteilzeit sozusagen, sind die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, und die Altersteilzeit wäre in dem Fall beendet und es würde ein Störfall eintreten. Störfall heißt nämlich quasi, man kann in dem Fall die Altersteilzeit, die Voraussetzungen sind nicht mehr gegeben, das heißt, in dem Fall würde das Ganze rückabgewickelt. Störfall heißt aber auch, wie beim letzten Punkt, beispielsweise, wenn das Wertguthaben nicht mehr vereinbarungsgemäß verwendet werden kann. Also ein Störfall kann auch beispielsweise sein, der Arbeitnehmer stirbt oder er wird gekündigt oder er kündigt, ihm wird gekündigt oder er kündigt selber. Das kann auch ein Störfall sein. Das heißt, in dem Fall kann der Arbeitnehmer seine Altersteilzeit nicht mehr beenden. Wenn dann noch Wertguthaben vorhanden ist, dann ist es so, dass der Arbeitnehmer sagen kann, okay, wurde jetzt zwar gekündigt, aber ich nehme das Wertguthaben
und übertrage das der deutschen Rentenversicherung. Das ist seit ein paar Jahren möglich. Dann kann ich an die deutsche Rentenversicherung herantreten und kann sagen, so, liebe deutsche Rentenversicherung, ich gebe dir jetzt diesen Betrag X, das ist mein Wertguthaben. Und dann können Sie auch bestimmen, wann dieses Wertguthaben zur Auszahlung kommt. Und mit dieser Auszahlung hätten Sie dann wieder eine versicherungspflichtige Beschäftigung. Das heißt, es würde mit der Auszahlung würden wieder Beiträge gezahlt an die entsprechenden Sozialversicherungsträger. Und das können Sie selbst bestimmen. Und wie gesagt, ist seit ein paar Jahren möglich. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung tritt hier in die Fußstapfen, quasi übernimmt die Aufgaben des bisherigen Arbeitgebers. Das ist also auch seit ein paar Jahren möglich. Weiterer Störfall wäre beispielsweise eine dauerhafte Erwerbsminderungsrente. Das wäre auch ein Störfall. Das heißt, das Wertguthaben kann nicht mehr bis zum Ende der Freistellungsphase, wie vereinbart, entspart werden sozusagen. Und dann haben wir einen Störfall. Das heißt, es wird alles rückabgewickelt, das Wertguthaben wird rückwirkend verbeitragt und natürlich wird es ausgezahlt abzüglich der Beiträge. Aber es ist auch ein großer Aufwand dann in der in der Payroll, in der Gehaltsabrechnung, das dann darzustellen. Also es ist teilweise gar nicht über die Abrechnungssysteme darstellbar. Also es ist dann schon sehr kompliziert, weil auch mit unterschiedlichen Beitragssätzen dann gehandelt werden muss. Und also es ist kein einfacher Fall, wünsche ich niemandem. Nicht dem Arbeitnehmer sowieso nicht, aber auch nicht demjenigen, der es dann in der Praxis in der Gehaltsabrechnung umsetzen muss. Ja, den mittleren Punkt, den habe ich jetzt gerade so ein bisschen übersprungen, aber vielleicht da kurz auch noch mal kurz zwei, drei Sätze dazu. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ich eine Altersteilzeitvereinbarung unterzeichnet habe und dass ich arbeitsunfähig bin, bereits vor Beginn der Altersteilzeit. Und da ist es wichtig, dass natürlich die Voraussetzungen der Altersteilzeit dann vorliegen, wenn ich dann mit Beginn der Altersteilzeit quasi das Krankengeld aus dem reduzierten Entgelt erhalte. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das der Fall ist, dann bin ich zwar erst vielleicht noch im Krankengeldbezug zu Beginn meiner Altersteilzeit, aber wenn das dann ausläuft, dann startet ganz normal die Ansparung von Wertguthaben. Wichtig ist halt nur, dass das Krankengeld dann zu Beginn der Altersteilzeit vom reduzierten Entgelt berechnet wird. Ja, also Sie sehen hier ein paar tatsächliche Risiken, also immer mit einer Arbeitsunfähigkeit verbunden, also immer dann, wenn halt das Wertguthaben nicht wie vereinbart bis zum Ende der Freistellungsphase ausreicht, also in Anspruch genommen wird. Es gibt auch andere Unterbrechungen, beispielsweise die Erwerbsminderungsrente auf Zeit. Das wäre eine Unterbrechung, also ein Unterbrechungstatbestand, der ist unschädlich für die Altersteilzeit. Unschädlich wäre auch, wenn beispielsweise betriebsbedingt der Arbeitnehmer kurzzeitig in den Betrieb zurückkommen muss, um einer Beschäftigung nachzugehen. Also wenn das nur für einen kurzen Moment ist, für einen kurzen Zeitraum, dann ist das auch unschädlich. Dann ist es eine kurze Unterbrechung der Altersteilzeit, sollte man aber tatsächlich auch im Einzelfall prüfen lassen. Dann abschließend noch ein Wort zum unbezahlten Urlaub. Wenn ich beispielsweise unbezahlten Urlaub nehme, um nahe Angehörige zu pflegen, das ist ja möglich. Auch das wäre nur ein Unterbrechungstatbestand, kann ja auch passieren. Und dann habe ich in dem Fall, wird die Altersteilzeit nur unterbrochen und es tritt kein Störfall ein. Ja, also es kann kompliziert werden mit der Altersteilzeit. Da vielleicht, wie gesagt, das waren meine Hinweise an der Stelle für Sie. Und da bin ich gespannt gleich auf Ihre Fragen. Vielleicht haben Sie da auch noch mal irgendwelche Fragen zu gerade zu diesem Thema, weil das sollte man halt auch mal mit bedenken und vielleicht dann, wie ich gerade gesagt habe, unter Umständen mit dem Arbeitgeber dann auch auf diese möglichen Risiken im Vorfeld eingehen. Also was passiert, wenn ich tatsächlich länger krank bleibe und die Entgeltfortzahlung endet, zahlt mein Arbeitgeber eventuell das Wertguthaben oder muss ich nacharbeiten und so weiter. Ja, das sind die Risiken. Jetzt möchte ich Ihnen aber wie versprochen darstellen, wie sich das auf die Rentenhöhe auswirken kann. Da habe ich Ihnen zwei schöne Beispiele mitgebracht und vielleicht wird Sie das erstaunen, wie sich das auf die Rentenhöhe auswirkt. So, und zwar haben wir einmal einen Arbeitnehmer, der geht oder kann die ganz normale Regel Altersrente beantragen im Juni 2030. Also ganz normal, das ist sein sein Eintrittsalter für die Regel Altersrente, also die sogenannte Regel Altersgrenze, sagen wir ja. Und also er kann mit im Jahr 2030, im Juni, kann er die Rente, die ganz normale Vollrente wegen Alters in Anspruch nehmen ohne Abschlag.
So, jetzt hat der Arbeitnehmer aber schon viele Versicherungszeiten im Konto und es ist ihm sogar möglich, die Rente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge in Anspruch zu nehmen im Juni 2028. Für die Rente für besonders langjährig Versicherte brauchen Sie ja 45 Jahre eine Wartezeit. Und wenn Sie die erfüllt haben, dann kann jemand ohne Abschläge in Rente gehen. So, und der Arbeitnehmer hat sich jetzt dazu entschieden, nicht bis zum Jahr 2028 zu warten, wo er die Rente bekommt ohne Abschläge, beziehungsweise er möchte auf gar keinen Fall arbeiten bis zum Renteneintrittsalter. Das heißt, er hat sich überlegt, ich möchte gern vorher schon aufhören, ich möchte gern Altersteilzeit machen. So. Und das Beispiel ist so aufgebaut, dass wir quasi die Arbeitsphase analog zu der Zeit, wo er quasi die Rente ohne Abschläge, also die Rente für besonders lange Versicherte, in Anspruch nehmen kann. Also das wäre ja einmal die Option, dass er sagt, ich nehme jetzt die Rente für besonders lange Versicherte ohne Abschläge in Anspruch. Da hätte er eine Rente in Höhe von 3.077 Euro. Also es sind circa Werte. Ne? Ich habe es nicht bis auf den Cent ausgerechnet. So, und jetzt nimmt er die aber vorher die Altersteilzeit in Anspruch. Das heißt, die Arbeitsphase beginnt bereits am 1.6.2026, also 2 Jahre vor der Rente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge. Die Arbeitsphase dauert 2 Jahre und dann beginnt quasi zum 1.6.2028 die Freistellungsphase. So, und wenn Sie jetzt ganz nach rechts schauen, dann sehen Sie, dass der Arbeitnehmer mit der Altersteilzeit kaum weniger hat, wie wenn er die ganze Zeit komplett durcharbeiten würde bis zu seiner Regelaltersrente, bis zu seiner Vollrente quasi, also zum 1.6.2030. Da liegt die Rente nämlich bei 3.239 Euro circa und mit Altersteilzeit, auch durch die Freistellungsphase, bekommt er dann eine Rente in Höhe von 3.206 Euro, also knapp 30 Euro ungefähr weniger. Das heißt also, in dem Fall kann er trotzdem schon vorher aufhören, geht dann in Altersteilzeit, baut dann quasi nochmal seine Rente, erhöht seine Rente durch die komplette Arbeitsphase, durch die Freistellungsphase, sodass er am Ende fast auf den gleichen Betrag rauskommt, wie wenn er komplett die gesamte Zeit durchgearbeitet hätte. Ja, ein weiteres Beispiel habe ich Ihnen nochmal mitgebracht. Auch wieder Altersrente beginnend im Juni 2030. Da liegt die Rente bei ca. 3.065 Euro in diesem Beispiel. Und hier habe ich nicht die Rente für besonders langjährig Versicherte gewählt, sondern das Renteneintrittsalter für die Rente für langjährig Versicherte. Und die kann man ja, das ist ja eine Wartezeit von 35 Jahren, und da kann ich ja, die kann dieser quasi Arbeitnehmer, den ich hier habe, mal quasi mit seinen Werten quasi gearbeitet habe. Hier ist es so, dass der Arbeitnehmer die Rente im Juni 2026 mit Abschlägen in Anspruch nehmen kann, weil er einfach vorher die Zeiten schon voll hat. Und das heißt also, wir gucken uns jetzt mal an, was passiert mit Altersteilzeit. In diesem Beispiel ist es so, der Arbeitnehmer nimmt 3 Jahre Altersteilzeit, beginnend am 1.8.2025. Und Sie sehen jetzt, durch die Altersteilzeit hat er genau die gleiche Rentenhöhe quasi im Juni 2028, wie wenn er beispielsweise die Rente im Juni 2030 erst in Anspruch nehmen würde. Das ist natürlich jetzt hier eine individuelle Berechnung. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Das trifft auch nicht auf jeden Fall zu, dass das hier in diesem Fall so einfach, sage ich mal, aufgeht. Aber ich will damit nur darstellen, dass es nicht unbedingt so ist, dass ich durch die Altersteilzeit erhebliche Abschläge oder Verluste an der Rentenhöhe in Kauf nehmen muss. Also wie gesagt, ist natürlich immer die Rentenberechnung ist immer individuell abhängig davon, wie viele Jahre ich eingezahlt habe. Denkt, das weiß jeder. Aber hier in dem Beispiel ist es so, der Arbeitnehmer arbeitet quasi 7 Monate
quasi noch länger. Eigentlich könnte er zum 1.8. bereits 2026 gehen mit den Abschlägen. Also da liegt die Rente bei 2.516 Euro. Er arbeitet jetzt aber 7 Monate länger. Danach beginnt die Freistellungsphase. Und mit der Freistellungsphase, mit dem Ende der Freistellungsphase, ist seine Rente genauso hoch, wie wenn er die Rente in Anspruch nehmen würde, dann im Juni 2030. Er hat also mit der Altersteilzeit in dem Fall die Abschläge ausgeglichen, die er hätte, wenn er bereits im August 2026 in Rente gehen würde. Ja, also das vielleicht nochmal ganz kurz so dargestellt. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen vielleicht verwunderlich, aber ich wollte ihn einfach nur darstellen, dass einfach die Altersteilzeit nicht unbedingt dazu führt, dass man sehr viel von seiner Rente einbußen muss. Ja, dann mit Blick auf die Uhr schaue ich mal mit Ihnen gemeinsam auf unseren letzten Punkt. Die Auswirkung auf die Handels- und Steuerbilanz ist natürlich kein sozialversicherungsrechtliches Thema. Das habe ich auch jetzt hier für Sie einfach nur zur Vervollständigung nochmal mitgebracht, abgestimmt mit unserem Partner hier vor Ort in Koblenz, dem Herrn Großer, der Steuerberater, und berät unsere Mandanten auch diesbezüglich. Gerade in diesen Dingen, und da habe ich Ihnen einfach mal abschließend zu diesem Thema mal die Auswirkungen auf die Handels- und Steuerbilanz mal mitgebracht. Da einfach nur 2, 3 Sätze zu. Bei der Handelsbilanz ist es so, dass quasi vor und zu Beginn der Altersteilzeit eine Rückstellung gebildet werden muss, die gesamte Verpflichtung des Arbeitgebers umfasst, also komplett die gesamte Verpflichtung, heißt für die Arbeitsphase und auch für die Freistellungsphase muss zu Beginn der Altersteilzeit diese Rückstellung dargestellt werden. In der Freistellungsphase erfolgt natürlich ein Abbau. Bei der Steuerbilanz ist es etwas anders. Da ist zunächst quasi erlaubt nur die Bildung eines sogenannten Erfüllungsrückstandes. Und der Erfüllungsrückstand sind ja quasi die 30%. Also die Arbeitsleistung beträgt ja im Blockmodell 100%. Das heißt, der Arbeitgeber hat eine Verpflichtung in Höhe von 70%, also 50% Regelentgelt plus 20% Aufstockung. Das heißt, Erfüllungsrückstand sind in dem Fall die 30%. Und diese 30% reichen natürlich nicht aus, um damit vollständig die Freistellungsphase zu bedienen, logischerweise. Und daher ist in dem Fall noch eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden ab Beginn der Freistellungsphase. Ja, das einfach nur zur Vervollständigung, mal damit Sie sehen, falls jetzt hier auch Unternehmen in dem Webinar beteiligt sind, die einfach mal interessiert, ja, wie bildet sich das ab in der Handels- und in der Steuerbilanz. Ich habe Ihnen da auch nochmal 2 kleine Schaubilder mitgebracht. Einmal die handelsrechtliche Bilanzierung. Da sehen Sie das mit dem Erfüllungsrückstand und auch nochmal hier die steuerrechtliche Bilanzierung. Ja, das ist, wie gesagt, nur abschließend an der Stelle. Ich weiß, es war auf jeden Fall wahrscheinlich für Sie sehr umfangreich insgesamt. Und es ist auch, wie gesagt, kein einfaches Thema. Also ich habe Seminare zu dem Thema gegeben, die haben den ganzen Tag gedauert. Also von daher, das ganze Thema jetzt hier in einer Stunde mal eben kurz zu referieren, ist wirklich eine Herausforderung. Aber ich hoffe, ich konnte Ihnen trotzdem so einige Hinweise geben, Ihnen das Thema so ein bisschen näher bringen, vielleicht für diejenigen, die noch gar nicht mit dem Thema was zu tun hatten. Ja, und mit Blick auf die Uhr, wir haben ja gesagt, also so insgesamt schauen wir, dass wir so eine Stunde über das Thema referieren, weil wir möchten natürlich auch die Möglichkeit bieten, hier Fragen zu stellen. Das wurde ja auch anfangs auch angekündigt. Von daher bin ich jetzt mal gespannt und schaue mal rechts zu meinem Moderator, ob hier auch Fragen reingekommen sind. Und da ist er wieder. Erstmal wirklich vielen, vielen Dank. Sie haben es gerade selber gesagt, normalerweise kann man darüber auch ein ganztägiges Seminar halten. Ich finde das sehr erstaunlich und bemerkenswert, zum einen das beruflich zu machen und zum anderen das jetzt in einer Stunde einzudampfen. Es war wirklich natürlich auch schwere Kost, aber nachdem ich mich ja anfangs auch mit dem Thema
logisch noch gar nicht beschäftigt hatte, ist bei mir noch ein bisschen hin. Ist das jetzt auf jeden Fall für mich auch schon etwas greifbarer geworden, sagen wir es so. Jetzt bin ich sehr gespannt. Nutzen Sie jetzt auch nach wie vor die Möglichkeit, Fragen einzuschicken. Das können Sie unten über den F und A-Button tun. Es sind auch schon ein paar Fragen während des Webinars eingegangen. Ich gucke jetzt mal, was hier so eintrudelt und würde dann die Frage an Sie weitergeben. Was haben wir hier? Okay, ja, das ist vielleicht eine Frage an die Rentenberaterin in Ihnen. Hier sagt jemand, dass er im Juli 25 die 540 Monate voll haben wird. Und November 25 dann 62 Jahre alt sein wird. Mhm. Regulär müsste er bis 2028. Geht es auch ohne Abzüge früher? Nein, also es gibt ja vorgegebene Renteneintrittsdaten sozusagen, also die sind ja vorgegeben und da kann man jetzt nicht durch die Altersteilzeit einen noch früheren Renteneintritt generieren, das geht nicht. Also da muss man sich schon an die rentenrechtlichen Vorgaben halten. Ja, wir erinnern uns, glaube ich, an den Anfang der Präsentation, da hieß es, ne, es muss bis zum frühestmöglichen Renteneintritt. Genau, richtig. Und der Termin, der ist ja quasi, der orientiert sich ja dann je nachdem an meinen Versicherungsjahren, die ich eingezahlt habe. Und der ist ja dann quasi, den kann man ausrechnen. Und durch die Altersteilzeit kann ich dann nicht einen noch früheren Rentenbeginn dann planen. Ich hoffe, das war jetzt die Frage, wenn ich es nicht verstanden habe und ich habe sie beantwortet. Vielen Dank. Dann haben wir vorhin über die Risiken und dann auch über Störfälle gesprochen. Und ich glaube, in diese Richtung zielt diese Frage. Was ist denn nun, wir haben ja über Krankheit gesprochen, auch möglicherweise über das Versterben des Arbeitnehmers. Mhm. Aber was ist denn nun, wenn sozusagen das Unternehmen stirbt? Also sprich, was passiert, wenn der Arbeitgeber insolvent wird während meiner Altersteilzeit? Ja, also da ist die Verpflichtung sowieso, das habe ich jetzt heute nicht angesprochen, seitens des Arbeitgebers, das Wertguthaben und auch den Arbeitgeberanteil an den Gesamtsozialversicherungsbeiträgen gegen Solvenz abzusichern. Und dann wird das halt im Rahmen des Insolvenzverfahrens dann auch abgebildet. Ne? Also das ist abgesichert, das Wertguthaben. Es ist dann nicht weg, was ich angespart habe sozusagen. Ne? Anderer Fall wäre beispielsweise ein Betriebsübergang. Auch da kann ich unter Umständen, wenn der andere Arbeitgeber zustimmt, dann auch darüber die Altersteilzeit weiterführen. Wenn das nicht möglich ist, dann habe ich nur die Möglichkeit zu sagen, gut, ich nehme das Wertguthaben, das, was ich ja gesagt habe, und übertrage das in die Deutsche Rentenversicherung. Jetzt beispielsweise, wenn es beim Betriebsübergang nicht wäre, dann kann ich sagen, gut, ich nehme das jetzt, das ne, Sparschwein sozusagen, und gebe das der Deutschen Rentenversicherung und versuche das dann anderweitig umzusetzen. Vielen Dank auch für die Ausführung. Wir bleiben mal beim Thema Störfälle. Mhm. Hier habe ich noch eine Frage. Mhm. Bei Arbeitsunfähigkeit bei Privatversicherung. Mhm. Warum Rentenversicherungspflicht auf Antrag notwendig? Das bitte nochmal kurz erläutern. Ja, weil beim Krankengeld ist es ja so, wenn jemand gesetzlich versichert wird, dann zahlt man ja quasi direkt, sondern aus dem Krankengeld bei gesetzlich Versicherten werden ja Beiträge gezahlt zur gesetzlichen Rentenversicherung. So, das heißt, ich habe weiter eine rentenrechtliche Zeit. Und bei Privatversichern ist das nicht so beim Krankentagegeld. Ne? Die zahlen aus dem Krankentagegeld keine Rentenversicherungsbeiträge und demnach, die müssen aber zahlen, damit überhaupt die Altersteilzeit weiter bestehen kann. Und deswegen müssen Privatversicherte da versichern, wenn sie keine Beiträge mehr zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen, wenn sie Krankentagegeld bekommen. Sehr interessant. Vielen Dank dafür. Dann jetzt, wir heben uns vielleicht mal ein bisschen vom Thema ab. So inhaltlich nehmen wir den Blick von oben auf das Thema und fragen uns mal grundsätzlich, so als Beraterin, was würden Sie sagen, ab wann macht es denn überhaupt Sinn, sich mal aktiv wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ich verstehe das jetzt so, dass der Betreffende sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, mit dem Gedanken spielt, und es geht wahrscheinlich da so um die vertragliche Umsetzung insgesamt, nehme ich mal an. Also natürlich ist es sicherlich auch dann, also ich habe keinen Rechtsanspruch darauf, ne, wenn es jetzt im Tarifvertrag nicht steht, und natürlich sollte ich dann auch, wenn es keinen Tarifvertrag gibt, natürlich mit dem Arbeitnehmer irgendwie mal kommunizieren, wenn ich daran Interesse habe.
Wir brauchen eine vertragliche Umsetzung. Und ich muss auch dazu sagen, bei uns ist es so, es ist nicht nur die sozialversicherungsrechtliche Betrachtung, ne, die man berücksichtigen muss, sondern natürlich auch die steuerrechtliche Betrachtung und auch das Arbeitsrecht. Das sind halt immer verschiedene Bereiche, die da ineinander spielen. Und da sollte man nicht nur jetzt mit dem Arbeitgeber kommunizieren, sondern man sollte auch mal, wie ich das gerade schon gesagt habe, mit der Rente mal schauen, wie wirkt sich das auf meine Rente aus, die Rente nach quasi in die Zukunft kalkulieren. Das können wir als Rentenberater ja. Wir können die Rente, das habe ich in diesem Beispiel auch gemacht, in die Zukunft berechnen. Natürlich nur nach aktuellem heutigen Rentenwert. Wir wissen nicht, was in Zukunft ist. Ne? Aber ich will jetzt keine Werbung machen für die deutsche Rentenversicherung. Aber als ich vor, 30 Jahren angefangen habe, hat man mir damals schon gesagt, die Rente ist nicht gesichert. Aber es ist, zeigt sich, dass sie doch noch irgendwo sicher ist. Und sicherlich ist da auch tatsächlich immer noch mit einem stetigen Wachstum zu rechnen, sodass man da auch durchaus darauf noch setzen kann. Und da sollte ich auf jeden Fall mal dann aktiv auch zum Rentenberater gehen. Also nicht nur zum Steuerberater, zum Rentenberater. Gucken, was kommt auf mich zu, habe ich hinterher ja eventuell noch mit Steuernachzahlungen zu kämpfen. Das weiß man ja auch alles nicht. Ne? Und das sollte man auf jeden Fall machen. Und die vertragliche Umsetzung, gut, da muss sich der Arbeitgeber darum bemühen. Aber man sollte natürlich auch klären, wie ich vorhin gesagt habe, was passiert mit Fehlzeiten, also wenn ich kein Wertguthaben mehr aufbauen kann. Ne? Das sollte man alles klären vorher. Sollte einem bewusst sein, weil jeder kann mal krank werden. Und auch länger, man weiß nie, was kommt. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also schon mal, ich sage jetzt mal, kann es nicht von heute auf morgen umsetzen. Man sollte da schon so ein paar Monate Vorlaufzeit, sage ich mal, sich einräumen. Also wie bei vielen Themen, auch hier die ganzheitliche Betrachtung sehr wichtig, dass man eben nicht nur an die Rentenkalkulation denkt, sondern auch die Steuer und natürlich auch das Arbeitsrecht in Betracht zieht. Dementsprechend kann man die Frage so beantworten, früh genug, dass man eben all diese Aspekte noch vorher besprechen kann. Auf jeden Fall und nicht, dass hinterher das große Erwachen kommt. Ne? Also ich sage immer auf jeden Fall zum Steuerberater gehen, zum Rentenberater. Ne? Also ich mache mit unserem Mandanten die Rentenkalkulation, damit die wissen, was auf sie zukommt. Wir können auch da den Renteneintritt so ein bisschen, wir können ein bisschen variieren, wir können ein bisschen spielen, wir können gucken, was macht hier Sinn, was macht keinen Sinn, ne? Und so weiter. Man hat ja noch diverse andere Sachen, andere Optionen. Man hat ja auch, wenn denn da Abschläge sein sollten, also eine Rentenkürzung, kann man ja auch noch solche Sachen anstreben, wie ich gleiche die Abschläge aus, entweder durch eine Abfindung oder durch eine Zahlung über den Arbeitgeber. Die Möglichkeiten haben wir ja. Ne? Und das kann man sicherlich dann auch nochmal so mit in den ganzen Topf reinwerfen und diskutieren. Vielen Dank. Dann eine Frage zur der Nebenbeschäftigung. Das heißt also, während der Altersteilzeit nun eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen wird, wie erfolgt dann die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung? Also ganz normal, wie bei allen anderen Beschäftigungsverhältnissen auch, die nebeneinander parallel laufen. Da gibt es keine Besonderheiten. Wir haben bestimmte Beitragsbemessungsgrenzen, die werden berücksichtigt. Also letztendlich so, wie wenn jemand ganz normal zwei versicherungspflichtige Beschäftigungen nebeneinander herlaufen hätte. Da gibt es keine Besonderheiten. Ne? Man muss halt nur hinterher aufpassen. Das ist halt ein bisschen komplizierter insgesamt, wenn jemand tatsächlich, sage ich mal, mit beiden Beschäftigungen jetzt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen würde, dann wird es kompliziert, ne? Oder eine Einmalzahlung noch bekommt. Und dann ist einfach die Beitragsberechnung sehr kompliziert. Ne? Dann müssen Korrekturen eventuell laufen. Also dann wird es halt kompliziert. Das ist nicht einfach für die, ich sage mal, für die Gehaltsabrechner ist das schon ein bisschen komplizierter. Aber für die versicherungsrechtliche Beurteilung gibt es keine Besonderheiten zu beachten. Wenn wir schon von den Gehaltsabrechnern sprechen, dann hier eine Frage, die ich auch tatsächlich ganz interessant finde. Wir haben heute viel gelernt und jetzt eine sehr pragmatische Frage. Welchen Anreiz hat es jetzt für meinen Arbeitgeber, mir eine Altersteilzeit zu ermöglichen? Ja, also das ist natürlich eine sehr individuelle Antwort, sage ich mal. Natürlich kann man sagen, hat der Arbeitgeber natürlich hier erstmal mehr Kosten. Ja, die sind einfach da. Aber wenn ich jetzt mal den Arbeitnehmer weiter beschäftigen würde, dann sind die Kosten natürlich höher, wie wenn ich den Arbeitnehmer in Altersteilzeit schicke. Und ich meine, es ist ja nun mal so, es ist ein Modell, um, sage ich mal, älteren Arbeitnehmern zu ermöglichen, eher in Rente zu gehen, eher in den Ruhestand zu gehen. Und wenn ich das auch Arbeitnehmern gerade anbieten möchte, die schon sehr lange im Unternehmen sind,
Ich erkenne oder auch der Arbeitnehmer erkennt, er kann einfach nicht mehr so arbeiten wie bisher. Dann stehen ja noch diverse andere Optionen im Raum, Stichwort Abfindung. Und da stelle ich mich als Arbeitgeber ja weitaus schlechter wie beim Thema Altersteilzeit, was die Kosten für den Arbeitgeber betrifft. Das kann man auch ausrechnen, das ist ganz einfach. Und von daher, und die Arbeitgeber tendieren einfach dahin, dass sie sagen, naja gut, ich biete das meinem Arbeitnehmer an. Dadurch habe ich zwar ihn, den Arbeitnehmer in der Freistellungsphase nicht mehr zur Verfügung, aber ich kann zumindest versuchen, dass der Arbeitnehmer in der Arbeitsphase, wo er noch da ist, beispielsweise das Know-how, was er ja auch dann hat, noch an jüngere Arbeitnehmer übertragen zu lassen. Und das ist auch ein Anreiz für Unternehmen, die einfach sagen, deswegen machen wir das. Ne? Absolut. Also ich glaube, das dürfte genügen für die Argumentation beim Arbeitgeber. Ich würde mich auch mal in einer Antwort versuchen hier für diese Frage. Hat man als Arbeitnehmer ein Recht auf Altersteilzeit? So wie ich das jetzt verstanden habe, nicht. Nein, nein. Also wie gesagt, wenn es keinen Tarifvertrag gibt, nicht. Das ist halt dann ja eine Vereinbarung, wenn es keinen Tarifvertrag gibt zwischen mir und meinem Arbeitgeber und entweder sagt er ja oder nein. Also alles eine Frage des Verhandlungsgeschicks. Genau. Aber wir haben ja schon die guten Argumente eben hören dürfen. Ja, dann eine Frage ganz persönlich an Sie in Ihrer Funktion bei Dornbach GmbH. Kann man sich als Arbeitnehmer bei Ihnen auch beraten lassen? Ja, genau, das haben wir sehr häufig jetzt. Auch aktuell ganz viele Arbeitnehmer, genau, mit denen ich dann quasi die Rente, die Rentenkalkulation mache und dann einfach schaue, wo ist der bestmögliche Renteneintritt, welche Auswirkungen hat das, eventuell noch den Ehegatten mit einbezieht. Ne, das kann man dann durchaus machen. Das ist sehr interessant für die Arbeitnehmer. Und ja, die gehen meistens immer mit dem Aha-Effekt dann hinterher auch raus, ne, weil sie einfach dann gewisse Sachen auch dann, die werden dann einfach auch klarer, wenn man das dann einfach mal wirklich anhand ihrer eigenen Situation ihnen erläutert. Ne? Das ist schon ganz hilfreich, ja. Also verstehen wir das jetzt so ein bisschen als eine Art vorbereitenden Crashkurs dann für die ganz individuelle Beratung. Ja, genau. Also es ist natürlich, wie ich ja schon gesagt habe, die Beispiele, die ich mitgebracht habe, es ist immer abhängig von der individuellen Situation. Die Rentenberechnung ist sehr kompliziert. Und vielleicht als Tipp, den ich hier mal weitergeben darf, an der Stelle, wo wir gerade schon über die Rente sprechen, jede zweite Rente ist falsch. Ne? Also das weiß die deutsche Rentenversicherung auch, weil vieles maschinell erfolgt. Die gehen auch ganz offen mit um. Deswegen mein Tipp, wenn Sie schon irgendwann Rente bekommen sollten, dann auf jeden Fall immer nochmal nachberechnen lassen. Dann hier eine Frage zum Thema freiwillige Rentenbeiträge zum Aufstocken. Ist das in dieser Phase möglich und ist es sinnvoll? Nein, also wenn das verstehe ich jetzt so, dass der Arbeitnehmer nochmal aus eigener Tasche da wahrscheinlich eine Beitragszahlung leistet oder das, nee, das ist nicht möglich. Nein. Das. Okay, kurz und bündig. Wir schauen mal weiter. Das ist eine sehr lange Frage. Also ich sehe auch hier ab und zu, wenn ich jetzt durch Ihre Fragen schaue, vielen Dank übrigens für die rege Teilnahme. Es sind wahnsinnig viele Fragen. Ich sehe auch ab und zu ganz individuelle Themen und Geschichten. Und da würde ich auch einfach bitten, wir haben es gerade gehört, es ist möglich, als Arbeitnehmer sich beraten zu lassen. Dann am besten für Ihre ganz persönliche Beratung gehen Sie auch wirklich dann zum Berater oder gegebenenfalls dann eben auch zu Frau Gutmann. Und lassen Sie sich das mal kalkulieren und erklären. Vielleicht ganz kurz ein Hinweis, also Rentenberater, wir sind alle registriert als Rentenberater und die gibt es ja, also wenn Sie jetzt nicht die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen, gibt es ja auch in jeder Stadt. Mein Tipp wäre einfach nur, dass Sie da schauen, dass Sie wirklich zu jemandem gehen, der das schon sehr lange macht und die Deutsche Rentenversicherung macht das ja auch zum Teil, man wartet da halt nur sehr lange auch auf Termine, ne? Und deswegen gehen dann viele eher zum Rentenberater und ja. Okay, wir schauen noch mal weiter, was wir hier noch an Fragen haben. Okay, das finde ich auch noch ganz interessant. Hier kommt die Frage nach Tantiemenzahlungen. Das heißt also jährliche Tantiemenzahlungen, die ein wesentlicher Anteil des Jahresentgelts sind. Ja. Werden die dem Regelentgelt hinzugerechnet? Nein. Da würde ich den Tipp geben, das vorher in ein monatliches Entgelt umzuwandeln.
damit man darüber die Aufstockung, die Regelmäßigkeit hat. Die Aufstockung, das heißt in dem Fall 12 Stellen, das haben wir jetzt auch in einem Fall gemacht, hat jemand Provisionen bekommen, einfach dann in den monatlichen Wert mit Einpreisen einkalkulieren und dann kann man die Aufstockung zum Beispiel einen Rentenversicherungsbeitrag, wenn das der Arbeitgeber macht, ne? Also klar ist dann natürlich auch immer, dann, aber letztendlich kann man darüber dann wieder höheren Aufstockungsbetrag bekommen und auch den zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrag über den Arbeitgeber damit erhöhen. Genau. Dann vielen Dank auch für diese Antwort. Wir fahren mal weiter fort. Ich rufe gerne noch mal dazu auf. Wir haben noch ein paar Minuten. Also wenn Ihnen jetzt noch was unter den Nägeln brennt, dann tippen Sie es schnell rein, schicken Sie jetzt noch Ihre Fragen ein und dann kommen wir noch dazu, die zu beantworten. Ich schaue noch mal weiter, was wir hier haben. Jetzt geht es um die vertraglichen Regelungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, einzelvertragliche Regelungen. Sind die dann mitbestimmungspflichtig, wenn Betriebsrat vorhanden ist? Wie gesagt, wenn Betriebsrat vorhanden ist, ab einer Laufzeit von länger als 5 Jahren, okay, dann mitbestimmungspflichtig. Wunderbar, vielen Dank. Grundsätzlich mal eine Frage. Wenn der Arbeitgeber ein Innungsmitglied ist, ist er dann automatisch an einen Tarifvertrag gebunden? Das ist jetzt Arbeitsrecht. genau, davon sollte ich ein bisschen Abstand halten. Nein. Alles gut. Also entweder ist er, wie gesagt, einem Tarifvertrag angebunden oder nicht. Ne? Also es ist, kann ich jetzt so aus der Ferne auch nicht beurteilen. Aber ich glaube, in einem Gespräch mit dem Arbeitgeber lässt sich das sicherlich leicht rausfinden. Genau. Dann gucken wir noch einmal weiter. Hier eine Frage. Die Altersteilzeit in diesem Beispiel unseres Zuschauers endet ungefähr 2 Jahre vor der Regelarbeitsrente. Mhm. Welche Möglichkeiten hat er jetzt, ohne Abschläge in Rente zu gehen? Kann er eventuell bis zur Regelarbeitsrente einen neuen Fulltime-Job annehmen? Ich erinnere mich, das geht. Mhm. Zurzeit hätte er einen unbefristeten 520-Euro-Job. Mhm. Ja, also es ist so, natürlich kann man auch mit einem Minijob, das wissen vielleicht viele auch nicht, egal ob ich Rentenversicherungsbeiträge zahle oder ob der Arbeitgeber nur die Pauschalbeiträge zahlt, natürlich auch dann noch eine Rentensteigerung quasi drüber generieren. Wie hoch das jetzt ist, das wird jetzt so weit führen, aber prinzipiell natürlich Minijob grundsätzlich, da habe ich dann auch noch was von. Hier würde ich aber tatsächlich empfehlen, weil das bringt jetzt nichts, ne? Auf die Rentenhöhe bringt das nichts. Tatsächlich mal nochmal genau schauen, wie hoch sind die Abschläge und kann ich diese Abschläge ja minimieren über eine versicherungspflichtige Beschäftigung. Das wäre natürlich möglich, habe ich ja gesagt. Man muss danach nicht nach der Altersteilzeit automatisch die Rente beantragen. Man kann durchaus nochmal eine ganz normale versicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen. Und damit hätte man ja die Lücke geschlossen und auch die Abschläge minimiert. Wie ist es denn, wenn jetzt Angestellte außertariflich angestellt sind, in einem Unternehmen, das tarifgebunden ist, dann gilt ja für diesen Arbeitnehmer aber eben die Einzelvereinbarung außerhalb des Tarifs. Genau. Ne? Ja. Das heißt, wenn im Tarif diverse Sachen möglich sind, heißt das nicht automatisch, dass für diesen Arbeitgeber diese Sachen auch möglich sind. Wie gesagt, das ist Arbeitsrecht, ne? Da würde ich Sie einfach nochmal bitten, sich dann auch nochmal an Arbeitsrechtler zu wenden. Aber letztendlich, außertariflich heißt ja dann in dem Fall, wie Sie gerade schon gesagt haben, ich muss eine Regelung finden zwischen oder mit dem Arbeitgeber und muss da mich irgendwo bestimmte Sachen einigen. Dann, genau, aus dieser Kategorie haben wir noch ein paar mehr Fragen hier, die sich im Bereich des Arbeitsrechts bewegen. Also noch einmal, wie gesagt, die letzte Möglichkeit würde ich sagen, jetzt noch mal schnell die Frage einzuschicken. Und ansonsten, wenn es denn dann dabei bliebe, wenn jetzt hier nichts mehr aufploppt in den nächsten, weiß ich nicht, in der nächsten halben Minute, dann können wir alle einmal durchschnaufen, dann gönnen wir uns ein kaltes Getränk, welche Art auch immer das sein mag. Wir müssten alle noch fahren, das wird also dementsprechend Glas Wasser sein. Und dann nutze ich jetzt die Gelegenheit, da auch keine neuen Fragen mehr reinkommen, mich ganz herzlich zu bedanken, auch im Namen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns mehrfach hier in den Chat geschrieben haben, dass es eine sehr gute Veranstaltung war und dass auch die Fragerunde mit super Antworten bedient worden ist. Also von meiner Seite vielen Dank dafür. Das war eine sehr schwere Aufgabe und es scheint so zu sein, als hätte das wunderbar funktioniert. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und auch für die spannenden Fragen. Da freue ich mich ja auch immer, da doch nochmal auch so ein bisschen Input mitzunehmen. Ja, bedanke mich
mich auch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend von meiner Seite. Danke. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir blenden jetzt noch einmal die Kontaktdaten ein von der Dornbach GmbH und von Frau Gutmann und verabschieden uns an dieser Stelle und ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss.